Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Space Haven. Wir sind weiterhin im Weltraum und wir sollen die erste Außenmission wahrscheinlich machen. Und da freue ich mich drauf. Der Abbau von Ressourcen aus Asteroiden und ihre anschließende Verarbeitung in entsprechenden Raffinerien stellen eine großartige Methode dar, um mehr Baublöcke fertigen zu können. Mehr Wasser erhältst du, indem du auf Asteroiden Eis abbaust und dieses mit Hilfe eines Wasserreinigers in gereinigtes Wasser umwandelst. Haben wir. Zoome von deinem Schiff ausgehend auf die höchste Zoomstufe. Ach du Scheiße, hier ist es. Ja. Was? Dies führt zu Einblendung der taktischen Karte, die auch über die Taskleiste oben links aufgerufen werden kann. Da. Achtung, dies erfolgt nicht via Sternkarte, bleibt also in der Sektorenansicht. Sieh dich in diesem Sektor, in dem du dich gegenwärtig aufhältst, nach Asteroiden um und wähle einen von ihnen aus. Links unten in der UI öffnet sich daraufhin ein Infofenster. Wir machen mal das hier, das ist nämlich Eis. Klicke bei ausgewähltem Asteroiden auf die Schaltfläche abbauen. Abbauen. Haben wir? Hirn verschieben. Geplanter Abbau. Okay, alles. Alles soll abgebaut werden. Die taktische Ansicht zeigt darauf in den gewählten Asteroiden eines der Abbau. Lege die gewünschten Abbaumengen fest und sieh dabei zu, wie die Besatzung der an Bord der Förderkapseln begeben und Ressourcen auf dem Asteroiden abbauen. Okay. So, meine Damen. Oder meine Damen und mein Herr. Der erste geht schon mal los. Ich weiß gar nicht, ob wir den folgen konnten. Transformiere Eis in gereinigtes Wasser. Mit Wasser erhältst du auf was? Auf Eis? Achso, diesen Arm abbauen und dann mit Hilfe des Wasserreinigers. Genau. Kannst du zuweisen, indem du Wasserreiniger veredelst. Okay. So, an dem Schiff. Ja, fliegen wir entspannt vorbei und gehen nach hier hinten. Zum Eisblock. Ist ja zum Glück alles relativ nah. Jetzt sammelt er ein Eis, glaube ich, auf und fliegt wieder zurück. Ist das richtig? Okay, dauert ein bisschen. Putz. Putz. Ah, und da wird das Eis eingesammelt. Ja, sehr gut. Sie sammeln gleich mehr auf. Sieht man, wie viel hier reinpasst? Okay, da steht nur eins. Okay, also die sammeln jetzt erstmal entspannt weiter. Wie lassen die mal? Gibt es eigentlich ein Besatzungsmanagement? Systeme ansehen? Also hier ist erstmal die Sternkarte. Du Scheiße, Alter. Sieht wenig aus, aber wir haben hier schon allein 4 Bereiche. Und hier haben wir allein auch nochmal zig Bereiche. Also es ist übelst groß. Wir dürfen uns davon nicht ablenken lassen. Also das ist nicht wenig. So, ich würde gerne erstmal zurück auf mein Schiff. Okay. Es gibt bestimmt einen Shortcut dafür, den ich halt noch nicht kenne. Mit rechter Maustaste geht es auch ein bisschen schneller. Okay, so, gucken wir uns mal die Menüs an. Also, Besatzung. Genau, hier können wir Prioritäten festlegen. Ist automatisch schon. Sollte man eventuell, obwohl, das ist schon auch nach den jeweiligen Fähigkeiten, ne? Ja. Zeitplan. Freizeit. Alter, die Leute schlafen 5 Stunden. Bisschen wenig. Aber am Anfang eh nicht viel zu tun. So, Schiffe. Ja, darf Freizeiteinrichtungen benutzen, darf arbeiten gehen und darf er das Schiff verlassen. Ja, das ist alles okay. Roboter haben wir noch nicht, gibt es dann anscheinend später. So, die Navigation. Dazu kommen wir viel später.
Da müssen wir erst Vorbereitung treffen, damit wir auch den Hypersprung quasi machen können, um in neue Bereiche zu kommen. Das wird ein bisschen dauern. Ihr seht auch noch einiges an Rot. Also gut, die Fahrzeuge, wenn die beiden zurück sind, dann ist das hier grün. Aber hier mangelt es, zum Beispiel sind zu schwer und wir können keinen Hypersprung noch machen. Das geht alles später. So, taktische Karte hatten wir schon gesehen. 0 von 6. Okay, wir haben glaube ich 6 abgebaut und 6 Wasser oder Eis sind noch da. Ich würde den anderen Rest tatsächlich auch abbauen. Energium, ganz wichtig. Können wir gleich mal als nächstes machen. Und Hyperium, kenne ich nicht, machen wir aber auch. Und dann kümmern wir uns mal um das hier. Unerforscht. Ich meine, dass da auch irgendwelche Aliens oder sowas zu sehen waren. Was sind das hier eigentlich? Achso, ja. Damit kann ich auch noch nichts anfangen. Das hier ist das Datenlog, die Apokalypse. Das Ende kam weder mit Paukenschlag noch mit Trara und auch nicht in einem atomaren Feuerball. Nein, es schlich sich an. Sein Anfang nahm es im 21. Jahrhundert. Die Menschheit machte seinerzeit gewaltige Schritte nach vorne, aber die Erde hatte bereits großen Schaden genommen. Viel davon mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Als die Insektenpopulation zusammenbrach, hatte dies schwerwiegende Auswirkungen auf Agrargüterproduktion und Artenvielfalt. Dies wiederum zog Ökosysteme aus dem ganzen Planeten in Mitleidenschaft. Zu diesem Zeitpunkt, an dem wir unsere CO2-Emissionen drosselten, gab es bereits nicht mehr genug Bäume, um den Überschuss zu binden. Das Ergebnis waren heißere Sommer und kältere Winter. Täglich starben Tausende von Arten aus und während wir uns über Ursachen und Lösungen zankten, rissen wir die Bande zwischen uns auseinander. Allianzen zerbrachen, alte Verbündete wurden zu erbitterten Feinden. Das Gewebe, das Nationalstaaten zusammenhielt, löste sich auf. Die großen Gefüge, die Internet, Welthandel, die Just-in-Time-Lieferketten und all die anderen Dinge stützten, auf welche die Menschheit zu überleben angewiesen war, sie zerfielen. Hungersnöte, Epidemien und Kriege ließen das 22. Jahrhundert zu einem noch blutigeren werden, als es das 20. gewesen war. Doch die Menschheit hatte schon immer großes Talent zur Anpassung bewiesen. Als die Sonne das Land ausdörrte, erfanden wir den Temperaturregulator. Als es immer häufiger zu Missernten kam, erfanden wir Anbaukammern. Wir verbesserten die Recycling-Technologie, wir fanden neue Wege zur Energiegewinnung, aber wir hinkten dort, wo es wirklich zählte, immer noch einen Schritt hinterher. Seinerzeit pflegten die Leute, sich über Technologieriesen und andere Slogans lustig zu machen. Lösung von gestern für morgen. Es ist nicht so, dass wir die Welt zerstört haben. Es ist nicht so, dass wir die Welt zerstört haben, aber wir haben definitiv dafür gesorgt, dass die menschliche Zivilisation, wie wir sie bisher kannten, auf ihr nicht länger aufrechterhalten werden kann. Zu viele Orte verfielen zurück in feudale Tyrannei und wirtschafteten sich herunter, bis sie sich in einer Hungersnot wiederfanden. Oder sie wurden durch die massiven Klimaveränderungen schlicht und ergreifend unbewohnbar. Doch während all dem gaben wir den Blick hinauf zu den Sternen nie auf. Natürlich gab es kritische Stimmen, dass Raumfahrt eine Verschwendung immer knapper werdender Ressourcen sei, dass all das Geld und all die Mühen besser dafür aufgewendet werden sollten, um tatsächliche Problemlösungen zu finden. An diesem Punkt sieht es allerdings so aus, als wäre der Weltraum die einzig wirklich solide Investition gewesen, die wir je getätigt haben. Okay, also das ist die Geschichte. Naja, bisschen Wahrheit steckt da drin. Und ich glaube, dieser eine Halbsatz, dass Menschheit zumindest immer so klug war, ihre Fehler dann irgendwie durch andere Technologien auszugleichen, das glaube ich auch. Also ich meine, es ist ja Klimawandel und Klimaschutz ist ja sowieso ein aktuelles Thema. Und ich glaube auch, dass es mehr oder weniger zu spät ist. Aber ich glaube auch an die Menschheit und an das Wissen, dass es dafür wieder irgendwelche anderen Lösungen geben wird. Ob die dann wieder besser sind, das weiß man nicht, aber notfalls gibt es dafür dann auch wieder eine Lösung. Und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Aber an dem Punkt sind diese 4 Leute zumindest schon längst gewesen. Ja? Denn hier ist schon alles, naja, mehr oder weniger ein bisschen später. Und man hat sich dann doch entschieden, den Weltraum auszubeuten. Ob das jetzt die Endlösung ist, möchte ich auch mal bezweifeln. Also nur weil die Erde jetzt nicht mehr hergibt, den Weltraum auszubeuten. Also ich meine, gut, der ist unendlich. Aber, naja. Ich glaube, das verursacht dann auch nur mehr Probleme wieder. Naja. So, das erste Eis kommt an. Was wir dann, wie gesagt, hier umwandeln können in Water. Wir haben noch 30, aber steckst du darin? Wieso fliegt denn eigentlich nur einer draußen umher? Ah, der Dom.
geht jetzt auch raus, ne? Ja. So, und hier würde ich trotzdem gerne veredeln. Ah, okay. Gut, wir haben 30. Fortgesetzt, falls. Eine Produziere-Wenn-Regel. Sehr gut. Stelle her, wenn weniger als, ich sag mal, 15. Das ist sehr gut. Diese Werkzeuge entlang wandelt Ressourcen zum Aufladen. Okay. Wiederaufbereiter. Wandelt Schrott in eine Vielzahl brauchbarer Ressourcen um. Gibt Hitze und Lärm ab. Sollte mit Wandelementen und einer Raumanzugs... Was? Raumanzugstür umschlossen werden? Um eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Ist der einmal gebaut, kannst du die Wiederaufbereiter zuweisen. Okay. Also muss in einem eigenen Raum theoretisch gebaut werden. Aber dafür habe ich ja sowieso das hier. Objekte, Ressourcen, Wiederaufbereiter. Ach du heilige Scheiße. Ja, dafür baue ich meinen eigenen Raum, würde ich sagen. Rumpferweiterung. Wir machen den mal hier hinten rein. Vielleicht können wir davon auch nochmal ein, zwei mit reinsetzen. Finde ich ein bisschen krass groß. Ah, ich kann gerade nicht bauen, weil die beiden Pots draußen sind. Das ist natürlich ärgerlich. Kann ich die eigentlich verschieben? Ich kann die demontieren. Was ist da eigentlich, wenn ich auf die Menschen klicke? So, Fertigkeiten. Status. Allgemeine Stimmung 109. Sehr gut. Zustand. Inventory. Primär. Auf dem Boden. In Benutzung. Kopfbedeckung. Sekundär. Primär. Wie kann ich denen denn zum Beispiel sagen, rüste dich mal da aus mit Waffen? Obwohl, die rüsten sich, glaube ich, selber aus mit Waffen, wenn es dann losgeht. So, ein Pott. Ich weiß nicht, ob erst gesammelt wird oder erst gebaut wird. Wird gebaut, sehr gut. Ja, dann können wir den Wiederaufbereiter da hinten hinsetzen. Schön, dass immer gleich zwei gebaut werden. Das macht es ein bisschen einfacher. So, da kommt das nächste... Ich weiß gar nicht, was gelagert wird. Energium. Okay, sehr gut. Energium immer sehr gerne genommen. So, da kommt erstmal das Pott wieder. Da fliegen die nächsten los. Einer sammelt und sie baut wieder. Was ist das hier eigentlich? Fehlt da was? Man weiß es nicht. Irgendwie sieht es so aus, als wenn da eine Wand fehlen würde. So, nächste Reihe abgeschlossen. Gracie? Okay, der nächste geht wieder rein. Ah, das ist Dom. Der wird wahrscheinlich Ressourcen sammeln. Ja, er ist auf jeden Fall nicht hier lang gekommen. Was heißt denn das hier eigentlich? Achso, ich muss Energie ansammeln. Für den Hypersprung, glaube ich, ne? Ah, weiß man nicht. Ich glaube aber ja, dass dieser rote Balken, der muss voll sein, dann könnte ich erst einen Hypersprung machen. So, wir können aber trotzdem schon mal Wände bauen. Das kann man auch entspannt von innen machen. Was ist hier eigentlich? Ja, keine Ahnung, warum da was fehlt. Kostet das gar keine Ressourcen eigentlich? Doch, kostet Ressourcen. Kostet Werkzeuge und... diese Baudinger hier. Infrablöcke. Ja, ich habe halt leider keinen Pott gerade übrig. Deswegen... Aber hier sind wir schon fertig mit dem Abbau. Jetzt holen wir uns hier als nächstes Hyperium. Ich habe keine Ahnung, für was das ist. Aber wir brauchen es. Bin da... absolut von überzeugt, dass wir es brauchen. So, wir können mal kurz durchgehen. Also, Sauerstoff ist noch gut. CO2 gibt es auch nicht. Temperature ist gut. Wohlbefinden. Da hinten ist es schön. Sehr positiv. Hier in der Mitte ist es eher negativ.
Was? Verfügbare Verrichtung. Verstehe ich nicht. Isolierte Bereiche. Okay, verstehe ich auch nicht. Lüftungsöffnung. Ach, durch die Türen. Jawohl. Wasserdampf haben wir gar keinen. Oder niedrig. Ich kann es nicht wirklich sagen. Und gefährliche Gase haben wir gar nicht. Haben wir aber auch notfalls hier so ein Ding. So, ich mache mal ein bisschen schneller, weil es passiert gerade nichts. Außer, dass die Boys da oben abbauen. Und die beiden hier relativ sinnfrei erstmal rumstehen. 3x3. Ja, ich kann den noch nicht setzen. Ist natürlich sehr blöd. Ist hier die Wand da eigentlich gebaut? Ja, die ist gebaut. Ach, da war einfach nur ein Grafikbug. Okay. So, Energium, Hyperium. Noch mehr. Es wird auch geschlafen, ne? Ja. Gut, dann können wir erstmal hier Stufe 4 der Geschwindigkeit machen. Geplanter Abbau, geplanter Abbau. Verlassenes Schiff. Mass, Ash and Fire. Ja, irgendwann ist das Problem, man hat keine Energie mehr. Also man muss irgendwann weiterziehen. Jetzt am Anfang hat man wahrscheinlich noch genug Zeit. Ach, sind wieder die beiden, die abbauen, ne? Ach Gott. Das ist doch blöd. Inventar. Verrichtung. Logistik. Okay. Ja, du brauchst noch nicht arbeiten, weil wir sind noch unter den 15. Ich kann ja hier nochmal Wände bauen. Wie gesagt, hier wollte ich sowieso nochmal. Obwohl, Wände kosten halt auch, ne? 25. Ich habe nur noch 400. Werkzeuganlage. Okay, der produziert theoretisch Werkzeuge. Aber wie? Ich weiß nicht, wie der funktioniert. So, wieder Aufbereiter. Zack. So, da haben wir wieder ein bisschen was zu tun hier. Das Werkzeugding würde ich tatsächlich da auch reinbasteln. So, F1 erstmal. Rüste deine Besatzungsmitglieder aus. Das machen wir gleich. Wahrscheinlich, genau, geht es jetzt hier dann dahin. Erstmal Strom. Kleiner Strom. Kann ich den auch hier hinbauen? Falsche Taste. Könnte ich auch hier hinbauen. Der müsste durch Wände ja durchgehen, ne? So, baut mir bitte das Ding. Und wir können uns in der Zeit um die Rüstung kümmern. Wähle einen Charakter aus und benutze die Schaltfläche direkt Befehl unterstellen. Ja, nehmen wir uns einfach mal selbst. Direktbefehl. So. Links unten in der UI. Der entsprechende Charakter kann nun manuell gesteuert werden. Bewege ihn dann nach in die Nähe einer Lagereinheit. Oh, ist auch gleich Nacht. Klicke zum Bewegen des Charakters mit der rechten Maustaste. Mit dem Rechtsklick auf die Mitte der Lagereinrichtung öffnest du, also auf das hier, das Menü. Interaktion zu klicken, aufheben, um den Besatz zu bewaffnen. Angriff. Okay. Aufheben. Okay. Was heißt denn auf dem Boden? Sollte das betreffende Lager, das sind ja Schiff weitere Lager, wir können überprüfen, was du einen findest, in den Waffen aufbewahrt werden. Okay. So, wir gehen erstmal pennen mit allen. Da liegt doch das, die Schrotze rum. Okay, die darf jetzt bloß nicht weggehen. Wir müssen sowieso erstmal die Dinger hier bauen. Und, wo ist denn das hier gewesen? Zeitplan, da war es doch. Ein bisschen weniger Freizeit. Digga, kein Hunger.
Okay, jetzt wird das mal ein bisschen versorgt. Keine Werkzeuganlage, ja. So, jetzt haben wir alles. Also, Kralle. Direktbefehl. Schrotze aufheben. Bitte ausrüsten. Ach, benötigt Waffenfähigkeit 3. Scheiße. Ach, deswegen geht das nicht. Okay. So, du bitte. Der nächste. Hat denn jemand Waffenfähigkeit 3? Müssen wir gleich mal gucken. Erforsche das verlassene Schiff. Das machen wir gleich. Ja, er hat zum Beispiel Schrotzenfähigkeit. Sehr gut. So, der Dom. Bitte als nächstes. Und Gracie, die können wir auch schon mal holen. Und dann würde ich mal losziehen mit allen. So. Okay, alle sind ausgerüstet. Alleine loszuziehen kann gefährlich sein. Besser wäre ein Außenteam, das aus mehr als einem Besatzungsmitglied besteht. Direkt befehligte Besatzungsmitglieder können mit einem Rechtsklick auf die Mitte des Shuttles an Bord desselben geschickt werden. Wähle aus den offenen Interaktionssymbolen Fahrzeug besteigen. Aus. Okay, wir nehmen uns mal Kralle. Sie bewegen nach. Fahrzeug besteigen. Wir nehmen uns auf jeden Fall Cameron, weil der hat die Schrotze. Da. Und ich würde, jetzt mal gucken. Dom. Ja, wir müssen Dom nehmen. Wobei Gracie gar nicht mal so schlecht ist. Also die können wir auf jeden Fall noch ein bisschen leveln. So, und auch du besteigst bitte das Fahrzeug. So, Gracie bleibt wie gesagt zu Hause. Ich weiß nicht, was Gracie machen kann. Im Leerlauf. Wieder aufbewahren. Ach, hier, guck mal, kann ich umändern. Kümmern wir uns aber gleich drum. So, während das Shuttle an Bord direkt befehligt wird, kannst du es von Hand mit der rechten Maustaste bewegen. Was? Andocken. Docke mal da hinten bitte an. Nutze bei ausgewählten Schaltungen andocken. Links unten wieder Andockstelle neben dem verlassenen Schiff. Okay. Nachher kann die Besatzung oder das Fenster unten links zum Ausstehen gegeben werden. Ja. Wir docken erstmal an. Ich kann mich daran erinnern, dass man da auch ein bisschen auf seine... auf den Sauerstoff achten musste. Und ab und zu auch mal zurückrennen musste. Kann ich mal speichern? Ich hab ein bisschen Angst, dass das jetzt hier schief geht. Okay, sie bewegt sich immerhin. So, nach dem anderen kann er über das Fenster unten links direkt Befehl zum Aussteigen gegeben werden. So. Wird angedockt. Also ich kann hier aussteigen. Kann ich ja noch alle aussteigen lassen? Ja, ich erinnere mich. Ah, ich erinnere mich. Okay, sind schon mal keine Gegner. Ah, ich weiß aber gerade nicht mehr. Da war, glaube ich, ein Gegner. Doch, hier, man sieht's. Okay. Man sieht, wo man was einsammeln kann. So, Sauerstoff geht ein bisschen runter. Ah, fuck, Alter, bin mir erschrocken. Offene Wunde. Ich hoffe, der Gegner hatte eine offene Wunde, nicht ich. Geh mal dahin.
man eigentlich unendlich Munition? Sehr schön. Ah, das ist gleich der nächste Gegner. So, ein bisschen Creds. Noch mehr Creds? Ich glaube, Creds ist Geld. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ah, das wird nichts. Oh shit, Dom hat's erwischt. Also, noch leicht. Ah, noch ist okay. Okay, hier haben wir gar nichts. Hier haben wir ein Cockpit. Das müssen wir später auch alles noch bauen. Cockpits und so weiter. Oh, da oben war noch ein Gegner. Dom hat es schon wieder erwischt. Oh. Hallo? Okay, noch mehr Creds. Ich muss mal ganz schnell... Sauerstoff entnehmen. Also ich glaube, wir würden noch ein bisschen durchhalten, aber... Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Chronische Verletzung, was ist denn das? So... Gut, weiter geht's. Na gut, ob die Tür jetzt hier offen ist oder nicht. Hör auf! Was hast du jetzt geschossen? Okay. Tech-Blöcke. Energieblöcke. Wieso kann ich denn die nicht nehmen? Hör auf zu schießen. Okay, ich kann es nicht nehmen. Schade. So, da müssen wir auf jeden Fall nochmal was nehmen. Ihr beiden könnt ja schon mal weitergehen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas Großartiges kommt. Gib mal hier auch Nüsse und Samen. Sauerstoff geben, Waffe ziehen. Ich würde es gerne aufnehmen. Nee. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht das einfach nicht. Schiff erforscht. Okay. Klicke auf diese Benachrichtigung, um Instruktionen zu erhalten. Ach genau, und jetzt kann ich das erst alles aufnehmen. Ah, stimmt. So, das mit dem Hyperraum machen wir später. Wähle das erforschte verlassene Schiff, die erforschte verlassene Station aus, indem du entweder diese Benachrichtigung anklickst oder sie zum taktischen herauszoomst. Okay, wir schicken erstmal unsere Leute wieder nach Hause. So, rauszoomen. Genau, und jetzt konnte ich das nämlich looten, bergen. So, wir lesen uns das trotzdem mal durch. Ist das Schiff auf den Tab Bergung, links unten? Haben wir? Dieser kann dazu genutzt werden, Befehle zum Bergen von Schrottressourcen zu geben, während du über den Tab Transfer die Gewonnenen auf dein Schiff beförderst. Sowohl Besatzung als auch Shuttle müssen von Direktbefehlen ausgenommen sein. Deine Besatzung kann automatisch auf dem verlassenen Schiff der verlassenen Arbeiten das Shuttle nutzen, um Ressourcen zu transportieren. Okay, Bergen oder Transfer? Ach, das sind zwei unterschiedliche, okay. Also ich hätte gern alles. Alles, was hier drauf ist, geht auf meiner... Achso, hätte auch alle auswählen können. So, und hier vorantreiben. Die Bergung. Weiß da eine höchste Priorität zu. Ja gut, das ist egal. Aber wir sehen, wir haben hier viel Weichschrott, viel Infraschrott, viel Techschrott. Ich weiß nicht, ob das automatisch gemacht wird. Oder ob ich dazu irgendwas manuell noch machen muss. Hallo? So, geht erstmal nach Hause. Nein. Ah, Entschuldigung. So, und du dockst bitte wieder an.
So, und jetzt müsste eigentlich das Ganze geborgen werden. So. Aussteigen und Direktbefehl aufheben. So, Bergen. Ach, ich muss alles anwählen, ne? Ja, jetzt geht's rüber. Okay, jetzt wird geborgen und ich hoffe auch transferiert. Das mit dem Transfer bin ich mir unsicher. Kriecherkadaver. Und ich, wo habe ich denn eigentlich mein Geld? Ach hier, 144 Credits. Oder Kretz. Ach genau, jetzt wird das abgebaut. Ja, stimmt. Jetzt bauen die, glaube ich, das gesamte Schiff ab. Und wenn wir uns jetzt mal hier den Inventory angucken. Höhlenschrott, ja. Stimmt, die knallen jetzt einfach das gesamte Schiff hier weg. Ach ja, gut, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Was macht ihr denn hier? Fahrzeug direkt befehlt, blockiert die Druckschleuse. Ach ja, Entschuldigung. Da sollst du eigentlich auch andocken. Voll ans Falsche angedockt. So, sehr gut. Jetzt kriegen wir Höhlenschrott und den können wir jetzt verarbeiten. Beispielsweise in das hier. So, wir müssen mal gucken, was wir eigentlich am meisten brauchen. Weichschrott. Wir machen mal Weichschrott. Wir können eigentlich auch sagen, immer mindestens 25 bitte haben. Warte mal. So, jetzt läuft das nämlich alles automatisch. Müssen wir uns um nichts mehr kümmern. Verfügbare Ressourcen reichen nicht aus. Ja, das ist ja nicht so wild. Da macht halt nur das, was möglich ist. So, Stufe 4. Oh, schon wieder eine halbe Stunde rum heute. Gut, dann machen wir Schluss. Ich muss mal ganz kurz nochmal. Kriecherbiss. Wurde von einem Alien gebissen. Wie lang ist das? Gar nicht mehr, ist nämlich weg. Zustand? Chronische Verletzung. Braucht ein Klinikbett zum Heilen. Okay, darum kümmern wir uns mal morgen. Okay, Beziehung zu den anderen ist gar nicht mal so gut. Fühlt sich wohl. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie schon so ein Bett bauen können. Ansonsten werden wir das Schiff drüben komplett zerstören oder abbauen. Uns die Ressourcen angeln. Und ja, hier so weit wie möglich erstmal alles. Was ist denn mit diesem Schiff los? Ach, die gehen rüber und holen jetzt die Ressourcen, glaube ich, ab. Und werden dann hier so viel wie möglich umwandeln, was wir noch machen können. Also es wird noch ein bisschen dauern und ihr seht's, Hyperraum, Hyperantriebe. Das wird auch nochmal schön. Ne? So, herzlichen Dank, bis morgen zur nächsten Folge Space Haven. Adios.